Ich bin Alex Honig, ich komme aus Roth, also südlich von Nürnberg, spiele für die U19 der Schwäbischer Unicorns und ja, bin Quarterback. Ich bin ziemlich jung zum Football schon gekommen. Mein Vater hat früher bei den Norris Rams und Nürnberg Rams gespielt. So war ich von klein auf schon mit Football in Kontakt. Habe im Garten viel gespielt mit meinem Bruder und habe dann entschieden, dass ich auch Flag Football anfangen will bei den Nürnberg Rams. Habe dann da die U15 komplett durchgespielt, auch B-Tackle, aber U15 Tackle ab und zu. Und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich höherklassig spielen will und bin dann nach Schwäbisch Hall mit meinem Bruder zusammen gewechselt vor 3 Jahren. Also ich bin jetzt schon seit 8 Jahren, glaube ich, im Football. Ich wollte einfach den besten Verein finden, wo ich auch die beste Competition habe. Und ich wollte nicht der Star vom Verein sein, sondern ich wollte mit, sagen wir mal, mit Leuten sein, die genauso viel Talent wie ich haben und genauso gut sind wie ich, vielleicht sogar besser. Und weil das mich einfach weiterbringt. Und ich habe ein Probetraining gemacht, das hat mir so gut gefallen und es war so angenehm. Und habe natürlich auch Glück, dass meine Eltern mich da so unterstützen und mich fahren. Und dann war die Entscheidung natürlich einfach. Ich bin vor 3 Jahren in Kontakt gekommen mit PPI, einer Spielervermittlung sozusagen. Die helfen jungen Talenten wie mir den Sprung in die USA auf dem College. Und mit denen war ich 5 Mal jetzt in Amerika drüben, habe mich vor College Coaches präsentiert, habe da Camps gemacht, vorgespielt sozusagen. Und beim letzten Mal, beim 5. Mal, habe ich 2 Stipendien bekommen. Und einmal, als ich in Deutschland war, habe ich auch noch ein Stipendium bekommen. Das war natürlich immer ein Traum von mir. Und dann, dass mir das ermöglicht wurde hier. Von UMass, Massachusetts. Ist das dann Baylor in Waco, Texas und TCU. Als ich das letzte Mal in Amerika war, war ich bei Baylor und TCU und habe da die Angebote bekommen. Die sind von der Spielklasse höher als UMass und war dann so eine Entscheidung zwischen den beiden ein bisschen. Aber in TCU war es auch ein bisschen Bauchgefühl, mir ist einfach ein bisschen besser gefallen. Also ich bin im Januar 2021 rüber nach Fort Worth zu der TCU. Und da sind natürlich schon, habe ich natürlich riesen Konkurrenz und über 100 Spieler im Kader. Und ich hoffe, dass ich dann mich in ein paar Jahren durchsetzen kann und auch mal Spielzeit bekomme. Und vielleicht sieht man mich mal auf ran.de im Fernsehen. Das wäre natürlich cool. Aber ich spiele dann in der Big 12 in der Division gegen Oklahoma, Sooners kennt man, Texas Longhorns, Baylor Bears, Texas Tech, also die komplette Texas-Oklahoma-Area, Kansas auch. Und ja, wird auf jeden Fall aufregend. Angebot gemacht, hier mal zu coachen und coach ist eh eine Leidenschaft von mir, ich mache das sehr gerne. Hab nur mit jungen Talenten eigentlich, durfte die coachen und U13 und U15 Spieler und dass ich jetzt mal hier eingeladen wurde, auch mal die Quarterbacks hier coachen durfte, war natürlich eine Ehre für mich und hat total Spaß gemacht. Und es bringt mich auch sehr viel weiter, einfach mal Fehler bei anderen zu sehen, vielleicht Kleinigkeiten und die ich auch an mir selber, wo ich auch an mir selber arbeiten muss und das sehe ich dann bei denen und da kann ich auch die Wurfform mir angucken, weil ich sehe mich ja selber nicht, wenn ich werfe. Die GFL wird immer populärer, sieht man jetzt auch, wie viele Leute im Stadion waren jetzt in Frankfurt, ich glaube 20.000. Also das Niveau steigt immer mehr, es sind auch immer mehr Nachwuchsspieler, sage ich mal, die jetzt hungrig werden, auch dadurch, dass sie den Sport im Fernsehen sehen. Und ich glaube, die Entwicklung von den Teams in Deutschland geht nur aufwärts. Viele Teams, die neu entstehen, wie jetzt die Hawks, die direkt ein super Team zusammenstellen und direkt angreifen in den Ligen. Und ist auf jeden Fall eine super Entwicklung. Und wenn wir es jetzt auch noch schaffen, in der Jugend diese Entwicklung zu bekommen, das wäre natürlich super. Was mich auch freut, ist, dass in einer Stadt, wo eigentlich Fußball der Hauptsport ist, trotzdem noch so ein Sport wie Football sich durchsetzen kann. Ich meine, Schwäbisch Hall ist Football der einzige Sport, sage ich mal, der hier was zu sagen hat in der Stadt. Aber in Nürnberg, doch einer Großstadt, die hier, wo sich trotzdem so viele Teams durchsetzen können, das ist natürlich schön zu sehen. Und ich glaube, vor allem jetzt in Nürnberg, durch die vielen Teams jetzt, geht es auf jeden Fall aufwärts. So viele junge Spieler auch, die hungrig sind. Super Speed im Training, ist schnell und war auf jeden Fall cool hier zu sein. Alles nette Typen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, sind nette Jungs und ich glaube jetzt, wie die alle so aussahen, ich meine, das ist jetzt November und trotzdem schon so 40, 50 Jungs im Training, das ist auf jeden Fall erstklassig und das hat man nicht bei vielen GFL2-Teams, denke ich mal, schafft man es nicht, 40, 50 Spieler im Training zu haben, schon im November und alle wollen unbedingt angreifen und ich glaube, die Saison wird echt stark für euch und
freue mich auch mal zuschauen zu kommen, denke ich mal. Und vielleicht sehe ich euch mal aufsteigen, das wäre natürlich schön. Also die Hawks, die müssen einfach so bleiben, wie sie sind. Einfach weiter hungrig bleiben, am Ball bleiben und einfach ihr Ding machen. Weil die sind gut genug, die wollen gewinnen, die wollen unbedingt spielen, die wollen unbedingt den Ball in der Hand haben, mit der Offense, in der Defense unbedingt in Kontakt gehen. Einfach so weitermachen und da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.